Liebe Brüder und Schwestern, gerade jetzt, wenn die Tage immer kürzer und die Nächte immer länger werden, hat man Sehnsucht nach dem Licht. Ja, die Menschen, sie sehnen sich nach dem Licht. Und Jesus sagt uns heute, seid bereit, seid wachsam. Wir hörten heute dieses Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen. Und Jesus selber ist dieser Bräutigam, dem die Jungfrauen entgegengehen. Ja, und die Jungfrauen sind wir als Getaufte, als Kirche. Wir sollen wachsam sein, bereit für das Kommen des Herrn. Ja, und gerade diese Wachsamkeit ist eine Gabe, ein Geschenk. Ja, es ist die Weisheit selbst. Wie wir heute in der ersten Lesung gehört haben, ja, wer sie sucht, der findet sie. Ja, die Weisheit, man findet sie leicht. Jeden Morgen sitzt sie sozusagen vor der Tür unseres Herzens, unseres Lebens und bittet um Einlass. Ja, und Christus ist selbst letztlich diese Weisheit Gottes, die sich offenbart. Er möchte zu uns kommen. Er ist der Bräutigam. Er lädt uns ein zu seinem Hochzeitsfest. Ja, er steht vor der Tür unseres Herzens und bittet, dass wir ihn aufnehmen. Er ist strahlend und unvergänglich, so wie es im Buch der Weisheit heißt. Er ist das wahre Licht, das unser Leben, unser Sein erleuchtet. Er ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchten möchte. Er möchte uns führen zur Herrlichkeit, zur Auferstehung, zum neuen Leben. Er ist das Licht unserer Hoffnung. Ja, sind wir bereit für den Herrn? Suchen wir ihn? Er lässt sich finden. Er möchte unser Licht sein, unsere Hoffnung, unsere Auferstehung und unser Leben. Gerade jetzt in diesen ersten Novemberwochen, wo wir auch viel an unsere Verstorbenen denken, wo wir gern an den Gräbern Lichter anzünden, möchte jedes Licht uns sagen, ja, Christus ist unser Licht. Er ist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht. Er möchte uns Auferstehung und Leben sein. Er tröstet uns, wenn wir Schmerz empfinden über liebe Menschen, die wir durch den Tod verloren haben. Aber es gibt die Hoffnung auf das Wiedersehen in der Herrlichkeit Gottes. Es heißt im Evangelium, mitten in der Nacht erklingt der Ruf, der Bräutigam kommt. Ja, manchmal scheint es auch in uns Nacht zu sein. So viele Menschen verlieren den Glauben an Gott, das Vertrauen zu seiner Kirche, sind nicht mehr wachsam, nicht mehr bereit für den Herrn. Wir aber sollen bereit sein für das Kommen Christi. Es heißt, die klugen Jungfrauen haben nicht nur die Lampen, sondern auch das Öl bereit. Ja, es genügt nicht nur, die Lampe zu haben, die uns geschenkt worden ist, dieses Licht, das wir in der Taufe erhalten haben. Wir müssen es auch immer wieder nähren. Dieses Feuer, diese Feuerflamme braucht das Öl, sonst geht die Lampe aus. Ja, wir selber tragen dieses Öl in uns, das Öl des Glaubens. Nähren wir es durch unser Gebet, durch die Anbetung, dass wir Gott jeden Tag Danke sagen für den neuen Tag, für das Leben, für all das, was er uns schenkt, für die guten Gaben. Preisen wir ihn für seine Güte, für seine Liebe, für seine Barmherzigkeit. Nehmen wir öfter den Rosenkranz in die Hand, beten wir mit Maria um Gnade und Barmherzigkeit. Auch das ist eine Form, wo wir ja dieses Öl in uns nähren, wo es zunimmt, damit die Lampe brennt.
Und nähren wir dieses Öl mit der Hoffnung auf die Verheißungen Gottes. Lesen wir öfter das Wort Gottes, betrachten wir es, lesen wir öfter in der Heiligen Schrift, nehmen wir uns Zeit, einfach nur einen Satz, vielleicht aus dem Evangelium, zu bedenken, zu betrachten, ja, ihn mitzunehmen, ein Wort, zum Beispiel jenes, wo Jesus sagt, ich bin das Licht oder ihr sollt das Licht der Welt sein. Dann wird dieses Öl in uns nicht ausgehen. Ja, und vor allem nähren wir dieses Öl durch unsere guten Werke, dieses Öl der Liebe Gottes in uns, indem wir auch einander Barmherzigkeit erweisen, indem wir unseren Egoismus bekämpfen, unsere Ich-Sucht zurückdrängen und mehr an die Bedürfnisse unserer Mitmenschen denken, an das, was mein Bruder, meine Schwester braucht. Wo Not ist, sind wir bereit zu teilen. Sehen wir Jesus in den Armen, in den Leidenden, ja, dann wird dieses Öl in uns zunehmen. Ja, dieses Öl, es wird zum Feuer, das in uns brennt. Es ist das Feuer des Heiligen Geistes, es ist das Feuer der Liebe Gottes, das in unseren Herzen nicht ausgehen darf, damit wir bereit sind für die Stunde des Todes, ja für die Stunde der Begegnung mit Christus, der Richter ist, aber auch Retter und Erlöser. Dieses Öl, es verwandelt sich in Feuer und dieses Feuer wird, wie wir wissen, zu Licht und Wärme. Und das braucht die Welt, Licht und Wärme. Jeder einzelne von uns braucht dieses Licht Gottes, braucht diese Wärme der Nähe des himmlischen Vaters, ja, braucht diese Wärme des einen und dreifaltigen Gottes, der ganz Liebe ist. Ja, tun wir alles aus Liebe zu Gott und den Mitmenschen, dann wird dieses Feuer in uns brennen und wir werden Licht sein für die Welt, bereit für die ewige Hochzeit, ja, für dieses Freudenmahl, für dieses Hochzeitsfest, zu dem Christus uns einlädt. Amen.